Jedes Jahr am 1. Mai ist Saisonauftakt und erster Fahrtag in Bruchhausen-Vilsen beim Niedersächsischen Kleinbahnmuseum des Deutschen Eisenbahnvereins DEV. Seit 49 Jahren lässt der Verein hier die Züge auf der knapp 8 Kilometer langen Meterspurstrecke nach Asendorf dampfen. Die meisten der 7 Dampfloks, 5 Dieselloks und 6 Triebwagen sind betriebsfähig. Doch einige Fahrzeuge befinden sich auch in unterschiedlichen Stadien der Wiederaufarbeitung in der Fahrzeughalle mit Werkstatt. Lok Hermann soll zum Vereinsjubiläum 2016 wieder dampfen und hat einen neuen Kessel erhalten. Wir sehen sie noch mehr oder weniger in ihre Bestandteile zerlegt. Arbeitsvorrat für künftige Generationen finden sich auch in ausreichender Zahl. Der Triebwagen T44 rechts befindet sich seit 2013 in HU. Links sehen wir den Jumbo T42. Auch automobile Schätze gab es auf der historischen Tankstelle nahe dem Bahnhof zu bewundern. Besonderes Schmuckstück war dieser Citroën Typ C aus den 20er Jahren. Jetzt aber schnell an die Strecke, denn wir sind ja wegen der Dampfloks hier. Der erste Zug des Tages wurde von der 116 Jahre alten Hoya geführt, die auf der Strecke stets beheimatet war. Am Ende schob die ehemalige Lok 23 der Pilkeller Kleinbahn aus Ostpreußen nach, die wegen ihrer Nachkriegsvergangenheit in Brandenburg unter dem Namen Spreewald daherkommt. Sie sollte ab Heiligenberg den ersten reinen Güterzug des Tages befördern. Der DEV hatte sich für dieses Wochenende nämlich etwas Besonderes einfallen lassen und bot für Film- und Fotofreunde zusätzliche Güterzüge und auch Fotozüge zum Mitfahren an. In Bruchhausen rangiert derweil die V1 der ehemaligen Rendsburger Kreisbahn mit Güterwagen, während die Spreewald ihre Vorräte ergänzt. Handarbeit ist an der Drehscheibe angesagt, um sie diesmal Tender voraus auf die Strecke schicken zu können. Ungewohntes, aber attraktives Bild bietet sich daher in Vilsen-Ort, wo der kurze Zug für die Kreuzung in das Nebengleis rangiert werden muss.
Die Begrüßung der Fahrgäste übernimmt inzwischen nicht mehr wie ursprünglich gewohnt Vereinsgründer Harald Kindermann selbst, obwohl er noch recht rüstig ist. Ja, aber gleich haben wir es geschafft, Heinz. Frühschicht nur hier schön. Während der Raps vor Asendorf kräftig strahlte, wollte dies der Sonne nicht so recht gelingen. Dort angekommen, wird am Lokschuppen Wasser genommen. Wo kommt jetzt mehr raus? Tja, Erik, für die Lok scheint's gereicht zu haben. Auch in der Heiligenberger Kurve steht der Raps in voller Blüte. Frühlingshaft zeigt sich die Ausfahrt aus Bruchhausen, diesmal sogar mit etwas Sonne. Die Aufnahme des abendlichen Güterzugs mit der Hoja und aufgebockten Normalspurwagen erlitt allerdings wieder einen klassischen Wolkenschaden.
Schönstes Licht gab es erst wieder auf der Rückfahrt bei der Ankunft in Heiligenberg. Das versprach auch tolle Bilder an den Vilser Wiesen. Abendliches Rangieren ist angesagt, bevor Betriebsruhe einkehren kann. Da kann auch die Spreewald noch einmal die goldenen Sonnenstrahlen genießen. Am nächsten Tag war frühes Aufstehen angesagt, denn Foto-GMPs zum Mitfahren standen auf dem Programm. In den taufeuchten Vilser Wiesen gab es noch nasse Füße. Den ersten Eindruck vom tollen Sound der Maschine bekam man dann in der langen Steigung und im Einschnitt hinter dem Vilser Holz. Am Raps vor Heiligenberg musste die Maschine anscheinend dann erst einmal verschnaufen.
Während die meisten Teilnehmer noch das leckere Frühstück im Gasthof Tillertal genossen, stand der Zug im Bahnhof Heiligenberg für einen kurzen Moment im attraktiven Sonnenlicht. Danach machte sich die Sonne erstmal wieder rar. Während die Spreewald Wasser nahm, gab es Gelegenheit, den wunderschönen Wismarer Schienenbus T41 abzulichten. Den zweiten Zug erwarteten wir an bekannter Stelle bei Filsenort. Heiligenberg wurde umgesetzt. Während der Mittagspause an der Fahrzeughalle bestand Gelegenheit, die Ausfahrt des Planzuges mit Lok Hoja zu beobachten. Endlich Filser Wiesen mit Sonne. Dann kommt die Szene, die dem Film seinen Namen gab. Donnergrollen im Filser Holz. Die Aufnahmen geben das Erlebte dennoch nur unvollkommen wieder.
Kreuzung mit dem Planzug in Heiligenberg. Aufnahme scharfer Niete mit dampfendem Hintergrund, kommentierte der Kollege auf dem Kesselwagen seine Verrenkung. Schon ist wieder Abend geworden, als ein Sonderzug mit Brautpaar nach Bruchhausen zurückkehrt. Kohlenässen am Sonntagmorgen. Handarbeit ist angesagt. Ein letztes Mal Filser Wiesen und dann auf zum Raps. Nach der Ausfahrt Heiligenberg war für mich Ende und ich musste wieder nach Hause.